Erfolgserlebnis ins Osternest. So die Überschrift des hiesigen Hallenblattes hier in der Arena Schwerin. Und damit begrüße ich Sie zur 270. Sendung von Sport in Schwerin, hier aus der Arena Schwerin, wo heute der Schweriner Sportclub auf den ersten VC Wiesbaden trifft. Der Tabellendritte gegen den Tabellenfünften. Für Wiesbaden ist noch alles drin, um die Playoffs zu erreichen. Schwerin hat schon einen Playoffs-Platz sich gesichert, muss diesen aber noch weiter festigen. Das Hinspiel ging in Wiesbaden 3:2 gewonnen für den Schweriner Sportclub. Und wir wollen sehen, was Wiesbaden heute hier zu zeigen hat. Ja, damit willkommen, liebe Zuschauer hier vom Kommentatorenplatz. Hoch über der Arena in Schwerin. Kurz vor dem wichtigen Spiel des Schweriner SC gegen den ersten VC Wiesbaden. Und wie üblich beginnt das Spiel etwa 5 Stunden vor der ersten Osterfeierstunde mit der Vorstellung der Schiedsrichter. Geleitet von einer Schiedsrichterin aus Hamburg. Und dann ist es auch Stefan Gehlen aus Pankow. Ja, das gibt dann nochmal extra Applaus für den Schiedsrichter aus Parchim. Und damit kommen wir zu unseren Gästen, die 1, Martina Nowotna, die 3, Kiki Klingsborn, die 4, Anke Borowsko, die 5, Olga Roanik, die 6, Pan Honk, die 7, Shelley Hones, die 10, Nadja Medved, die 11, Steffi Lehmann, die 13, Regina Burchardt und die 14, Nikolina Kovacic. Das ist der erste Volleyballclub Wiesbaden. Und dann kommen wir zu dem heutigen Team des Schweriner SC. Sie gewannen ja das Hinspiel in Wiesbaden mit 3:2. Heute wollen sie Ähnliches versuchen mit der Nummer 1 Lisa Thomsen. 1,92 große Wendula Adlerova für den Außenangriff. Das Multitalent Nadja Schaus. Mira Topic, die so gut getan hat, nachdem sie ihre Verletzung auskuriert hatte. Maya Parale für den diagonalen Angriff. Mannschaftskapitän Julia Retzlaff. Patricia Thormann aus dem Mittelblock. Ebenfalls aus dem Mittelblock Berit Kaufeld mit der 8. Die französische Vertretung Marie Frick. Fürs Zuspiel, ebenfalls fürs Zuspiel, deutsche Nationalspielerin Denise Hanke. Sandra Gursche auch wieder mit dabei. Anja Braun, Brand 1,94 für den Mittelblock. Und Janine Völker für die Libero-Position. Das ist der Schweriner SC, trainiert von Ture Alexandersen. Thank you.
Ja, während sich die Mannschaften jetzt vorbereiten, werfen wir einen kurzen Blick auf die Tabelle, die souverän angeführt wird vom Dresden SC. Gefolgt vom deutschen Meister Rote Rabe in Wilsbiburg und dem Schweriner SC. Smart Allianz Stuttgart sowie dem ersten VfC Wiesbaden. Die ersten vier treffen sich dann am Ende der Liga erneut zu den Playoffs um die deutsche Meisterschaft. Ausgespielt mit Hin- und Rückspiel, wobei der Tabellenführer, der dann wahrscheinlich Dresdner FC heißt, auf den vierten trifft. Und der zweite auf den dritten. Momentane Konstellation wäre das Rote Rabe in Wilsbiburg gegen Schwerin SC und der Dresdner SC gegen Smart Allianz Stuttgart. Ob das so bleibt und ob sich Schwerin für die ersten vier qualifiziert oder Wiesbaden nochmal rankommen kann, das sehen wir jetzt. Und begonnen wird mit Denis Hanke. Und der Ball, dieser erste gefährliche Angriff im Aus. 1:0 für Wiesbaden. Olga Raunig. Mit der ersten Angabe für Wiesbaden. Die ist ebenfalls zum Aus und damit ist der erste Punkt für Schwerin erreicht. Und die Arena kann sich hinsetzen und es geht weiter mit Mira Topic. Und Wendula Alaropa mit guter Aktion am Netz. Und im 2:1 für Schwerin. Topic erneut. Gute Angabe. Schöner Versuch von Novotna und Adlerova. Bleibt am Block hängen. Novotna ebenfalls am Block hängen geblieben. Und Tormann mit dem Heber. Und da gibt es den ersten Aufschrei in der Arena. 3:1 für Schwerin. Mira Topic. Wir haben Probleme bei der Annahme bei Wiesbaden und der Doppelblock von Adler Robber und Schaus. Erfolgreich zum 4:1. Und da gibt es bereits die erste Auszeit in diesem Spiel. Genommen von Wiesbaden. Schwerin beginnt mit ordentlich Schwung. Die beginnt hier mit einer sehr guten Stimmung in der Arena. Topic erneut mit der Angabe. Und wieder Schwierigkeiten bei der Annahme. Novotna wieder am Block. Und diesmal auch der Block auf Wiesbadener Seite. Von Novotna und Hornes zum 4:2. Buchard. Mit Angabe für Wiesbaden. Schöne Variante, aber gut aufgepasst vom Wiesbadener Block. Und erneut der Block von Wiesbaden. Und erneut war es Novotna und Holnis. 4:3.
Burat bringt den Ball rein. Und das ist dieselbe Konstellation. Adler Robber scheitert erneut am Wiesbadener Block von Holnis und Wattner. Und der war zu weit. Punkt für Schwerin. 5:4 und Anja Brandt kommt für Lisa Thomsen in die Partie. Nadja Schaus. Mit der Angabe ins Netz. 5:5. Ja, ein Ärgernis, ein großes Ärgernis. Diese leichten Angaben ins Netz. Worüber sich Ture Alexandersen immer wieder beschwert. Holnes bei der Angabe. Adler Robber am Block vorbei, aber auch am Feld. Punkt für Wiesbaden, 5:6. Auszeit hat Wirkung gezeigt. Und Holnes mit dem direkten Ass. Topic verschätzt sich. 2 Punkte Führung für Wiesbaden. 5:7. Adler Robber mit einer verunglückten Annahme. Und erneuter Punkt für Wiesbaden, diesmal durch Kovacic und damit erste technische Auszeit, gefühlt wie genommen vom SSC. Haben es vielleicht gerade gesehen, der Berit Kaufeld, der zu Anja Brandt geht, ihr noch einen Tipp mitgibt. So sollte Sportsgeist aussehen. Ein Team, ein Spiel. Und genau das wird jetzt fortgesetzt beim Spielstand von 8:5 für Wiesbaden. Und erneut Angabe von Shelane Holnes. Und wieder ein direktes Ass. Und das wirkt so wie so ein bisschen ein Schock hier in der Arena. Aber man hat es ein wenig kommen sehen. Der Wiesbadener Trainer zeigt sie wieder an, wieder auf dieselbe Stelle zu spielen. Da haben sie die Schwachstelle im Schweriner Spiel gefunden. Und Adler Robber mit der verunglückten Annahme. Und jetzt dürfte es eigentlich eine Auszeit geben vom Schweriner SC. Ture Alexandersen beklagt da die mangelnde Kommunikation zwischen Adler Robber und Topic. Und möglicherweise wird er auch reagieren. Es kann auf jeden Fall nicht so weitergehen für den Schweriner SC. Nachdem er so schnell mit so viel Schwung angefangen hat, liegt man jetzt mit 5 hinten im ersten Satz.
Man bleibt aber in derselben Formation und der Ball wird an dieselbe Stelle kommen. Davon können wir jetzt ausgehen. So zeigt es der Trainer auch an. Bessere Annahme, Adlerobber mit der Möglichkeit, es wieder gut zu machen. Und der Punkt für den Schweriner SC, 6:10. Der Block war zwar dran, aber da kommt niemand mehr an den Ball. Und damit Aufschlagsrecht für Patricia Thormann. Und auch Schwierigkeiten bei der Annahme von Kovacic. 7:10. Und sie macht es gleich wieder gut. Kovacic mit dem Punkt. Für Wiesbaden 7:11. Novotna. Jetzt mit der Angabe. Für Wiesbaden. Und Anja Brandt. Mittelpunkt gegen eben jene Martina Novotna. Und das hat ihm ein bisschen wehgetan, die Annahme. Vielleicht ein psychologischer Pluspunkt für den SSC. Der Ball im Aus. Punkt für Schwerin. Anke Borovico. Mit dem Schlag am Spielfeld vorbei. 9:11. Gleiche Variante. Gleicher Ball, gleiches Ergebnis. Und jetzt gibt es Punkt für Wiesbaden. Überrascht mich aus meiner Sicht ein wenig. Ich habe da nichts gesehen, was den Punkt für Wiesbaden rechtfertigt. Das heißt rum, die Schiedsrichter Renata sagen. Und sie sieht es am besten da unten. Angabe Wiesbaden. Tommy mit einem guten Ball. Und übergegriffen und deshalb Punkt für Schwerin. Jetzt 10:12. Anja Brandt. Schön gerettet von Patricia Thormann. Und Schaus mit dem Block. Und Hanke, sie ist eigentlich nicht diejenige, die zum Schlagen da ist. Und der Punkt für den Schweriner SC. Hart erkämpft. 11:12, aber das hier reden natürlich da. Genau das wollen sie sehen. Einsatz und Kampf. Anja Brandt. Der Ball zu weit. Punkt für Wiesbaden, 11:13. Borovico. Und erneut der Punkt für den Schweriner SC. Denise Hanke. Eine klasse Angabe. Und der Punkt geht an Wiesbaden, weil der Schweriner Block noch mit dran war. Auch wenn sie es in der Arena erst anders gesehen hatten. Aber ich bin auch der Meinung, dass der Block da dran war. 12:14. Angabe durch Olga Raunig.
Miran Tomic mit einem guten Schlag. Können die Wiesbaden dann nur wieder rübergeben und die Chance für Schwerin. Miran Tomic. Guter Block von Wiesbaden. Erneut Miran Tomic. Und der Punkt an Wiesbaden, der Ball vorbei. Niemand mehr dran. 12 zu 15. Raunig erneut. Nadja Schaus, da schießt sie ihre Gegenspielerin direkt ab. Der Ball prallt weit raus aus dem Feld. 13-15. Die Halle versucht jetzt, Schwerin nach vorne zu pushen. Schlechter Ball und die Chance für Schwerin. Das war gut gespielt eigentlich von Denise Hanke, die lange Variante. Alles frei für Adlerowa. Und Thormann, der Block stellt gut, aber mit Gewalt durchgedrückt. Durch Nowotna und Holnes. Für 14-15. Der Ball zu weit. 14-16, technische Auszeit. Und dieses Ärgernis, diese leichten Punktverluste durch die Angaben, wird Alexandersen sicherlich ansprechen. Aber eins verspricht dieses Spiel auf jeden Fall, und zwar Spannung. Auch bis hierhin 14-16 im ersten Satz. So, und jetzt die entscheidende Phase. Hier Satz Nummer 1. Schwimmen gegen die Skade. Schwimmen gegen die Skade. 14-16. Auf geht's, Schwimmen gegen die Skade. Jetzt geht's um die Wissen. Satz Nummer 1. Ja, der Hallensprecher sagt es richtig, wir sind jetzt in der entscheidenden Phase des ersten Satzes. Nach der zweiten technischen Auszeit ist rennt man mit Carajo auf die Entscheidung zu in diesem Satz. Die Spielerin unverändert auf dem Feld. Regina Burchard mit der Angabe für Wiesbaden. Man hat sich jetzt bei Schwerin etwas anders aufgestellt. In der Defensive, aber Tomic trotzdem Probleme bei der Annahme. Und Holnes mit dem Punkt 14-17. Und da wird Schwerin reagieren. Sandra Gusche kommt da an die Bank. Thormann scheitert erneut am Block von Holnes und Kovacic. Und scheinbar gibt es eine etwas größere Unzufriedenheit mit Denise Hanke. Der Ball zu weit von Burchard. Punkt für Schwerin. Weil Ture Alexandersen ruft auch Marie Frick an die Bank. Nadja Schaus macht die Angabe jetzt. Und Marie Frick, ja, für die Zuschussposition von Denise Hanke. Technischer Fehler, Anja Brandt. Punkt für Wiesbaden. 15-19. Holnes, bisher ein starkes Spiel von ihr. Tomic, wieder Probleme mit der Annahme. Und der Punkt, Dupo Provico.
15:20 und Auszeit. Durch den Schweriner SC. Aber da können wir auch haben wir die Möglichkeit, einen Blick zu werfen. Auf die Bank. Also Marie Frick wird gleich kommen, wie ich vermutet hatte, für Denise Hanke. Die entsprechende 10 liegt bereits auf der Bank. Und Sandra Gusche. Auch das überrascht mich nicht. Für Mira Toppitz steht auch große, große Schwierigkeiten bei der Annahme hat heute. Und da sehen wir schon, Sandra Gusche ist für die Annahme für Mira Toppitz. Und natürlich Julia Retzlaff, Kapitän, nicht Sandra Gusche, die da kommt für den Schweriner SC. Jetzt wollen wir gucken, sie auf der Position von Mira Toppitz, die so große Schwierigkeiten gemacht hat bei den Annahmen und fühlt sich gleich gut ein mit dieser Rettungstat. Und Borovico erneut mit dem Punkt 15:21 und jetzt kommt auch Marie Frick für die Nisanke. Die Französin im Team des SSC hatte bisher noch nicht die großen Einsatzzeiten in dieser Saison. Und Toure spricht ja von einer Chance für sie. Aber die Angaben von Holnes sind und bleiben unheimlich gefährlich. Und der Schlüssel hier zur Führung für Wiesbaden heute. Und wieder der Punkt für Wiesbaden, Novotna. Direkt auf Lisa Thomsen, aber auch sie mit Schwierigkeiten bei der Annahme. Eine totale Verunsicherung in der Schweriner Mannschaft. Und deswegen führt hier Wiesbaden verdient mit 23:15. Der Ball zu weit. 16:23. Patricia Thormann mit der schweren Aufgabe dieser Angaben jetzt. Weil jeder Ball Punktverlust, wie dieser hier durch die vergebene Angabe führt zum Satzball für Wiesbaden. Und es würde wahrscheinlich mit dem Teufel zugehen, wenn Wiesbaden diesen ersten Satz hier aus Schwerin nicht holt. Übergegriffen. Punkt für Schwerin. 17:24. Und jetzt kommt auch Janine Völker für diese Angabe für Wendula Alarova. Toure sehnt sich nach einer sicheren Angabe. Und wen diese in Janine Völker? Und die passt ganz genau, wollte ich gerade sagen. Das hat die Arena hier anders gesehen. Punkt um. Wiesbaden gewinnt den ersten Satz 17:25. Die Arena in Schwerin erhebt sich und applaudiert. Viel Grund hatte sie dafür noch nicht. Der erste Satz in der Arena ging mit 17:25 an
den ersten VC Wiesbaden. Und wir beginnen den zweiten Satz sowie den ersten auf Schweriner Seite. Selben Team. Ture schenkt den ersten Sechs das Vertrauen. Und sie machen den ersten Punkt. 1-0 für Schwerin. Aber ich denke, wenn es nicht passt, werden wir schneller einen Wechsel sehen als im ersten Satz. Aber jetzt erstmal Denise Hanke mit den gefürchteten Sprungaufgaben und der Möglichkeit zum 2-0. Klasse Angabe. Und Topic im Block mit Pech. War sie dran, aber der fällt auf ihrer Seite runter 1-1. Burchard mit der Angabe jetzt für Wiesbaden. Und Mira Topic, die Gegenspielerin, abgeschossen. Olga Raunig muss da zu Boden. 2-1 für Schwerin. Mira Topic jetzt auch mit der Angabe. Technischer Fehler. 3-1 für Schwerin. Wir beginnen also wie im ersten Satz. Da führte Schwerin sogar 4-1 und brach dann ein. Klasse gerettet von Mira Topic. Gibt 10 einen Applaus. Und Adler Rova bringt den Ball sogar noch gefährlich rüber. Und der Punkt für Wiesbaden durch Raunig, durch die Hände von Nadja Schaus. Das kann eigentlich nicht sein. Sowas, aber man sieht doch einen viel, viel besser formierten SSC jetzt. Sie haben sich scheinbar zusammengerissen. Aber jetzt die gefährlichen Angaben von Holnes. Und Adler Robba mit dem Punkt für Schwerin 4-2. Und man fasst neue Mut hier in Schwerin. Nadja Schaus. Sehr interessante Kombination der Wiesbadenerinnen. Kam da aus dem Hintergrund. Martina Nowotna, die jetzt auch die Angabe macht und macht den Punkt. Der Block wusste gar nicht, wo er hin sollte und hat eine Riesenlücke in der Mitte. Und da konnte sie einfach durchschlagen. 4-3. Eigentlich eine schöne Variante durch die Schweriner SC, aber der Ball von Patricia Thormann zu weit. 4-4. Nowotna erneut mit Angabe. Diesmal bessere Kombination zwischen Adler Robber und Topic. Und der Block von Borowicki Co. und Kovacic. Und Nowotna mit der Angabe erneut. 5-4 für Wiesbaden. Und die Angabe ganz eindeutig drin. Und Julia Retzlaff wird gleich wieder kommen für Mira Topic. So ist es. Thank you.
Und die braucht gar nicht eingreifen, der Ball im Netz von Novotná. 5:6. Kovacic bleibt im Block hängen. Und Adlerova gegen Borovico. Erfolgreich, 6:6. Patricia Dormann. Und Adlerova mit dem erfolgreichen Block zum 7:6 für Schwerin. Erneut Tormann mit der Angabe. Und Julia Retzlaff aus dem Hintergrund scheitert am Dreierblock. 7:7. Nikolina Kovacic mit der Angabe. Wieder übergegriffen. Und 8:7. Und damit die Führung bei der ersten technischen Auszeit im zweiten Satz für den Schweriner SC. 8:7. Und Adlerova wird wohl gleich aus dem Spiel gehen. Janine Völker hat die 2 schon in der Hand. Ah, Turla Alexandersen in einer unerahmlichen Art. Man hört ihn bis hier oben. Ich kann leider nicht sagen, ob Sie das auch gehört haben. Aber er sagte, klar nach vorne, springen, schlagen. Spielt Volleyball. Und da hat er angekündigt, der Wechsel. Adlerova geht und Janine Völker darf erneut zur Angabe. Hat er den umstrittenen Punkt gemacht am letzten, der letzte Punkt im ersten Satz. Kommt dann zu spät, 8:8. Borovico bei der Angabe. Der Ball zu weit und deshalb der Punkt für Schwerin, 9:8. Anja Brandt. Auch sie scheitert bei der Angabe. 9:9. Olga Raonic. Patricia Dormann schlägt den Block an in Form von Regina Burchardt. 10:9. Denise Hanke. Und ihre Sprungaufgaben. Als Netzroller auch
Da die Gefahr der Fehlangabe. Und Burchardt drückt den Ball einfach durch gegen Schaus. Und Retzlaff. Und Burchardt mit der Angabe beim Stand von 10-10. Und Retzlaff schießt da den Linienrichter ab, aber der getreu seine Aufgabe zeigt sofort an, der Ball war drin und der Punkt für Schwerin und Janine Völker wird gelobt für ihren Einsatz und Adler Robber darf wieder ran. Und Julia Retzlaff scheitert ebenfalls bei der Angabe. Janine Holnes mit der Angabe für Wiesbaden. Adler Robber mit dem Punkt. Der Wiesbadener Block war dran. Das zeigte der Linienrichter, haben die Wiesbadenerinnen nicht so gesehen. Nadja Schaus. Und auch die Angabe. Direkter Punkt für Wiesbaden und Nadja Schaus regt sich da tierisch auf. Über sich selbst. Martina Nowotna darf als Nächste sich versuchen. Kommt besser. Adler Robber an den Block und der Punkt für Schwerin. Patricia Dormann darf beim Stand von 13-12 den Ball ins Spiel bringen. Und Anja Brandt am Netz sehr gut aufgepasst. 14-12. Patricia Dormann. Mit der Angabe ins Netz. 14-13. Es bleibt ein großes Problem der Schweriner SC. Kovacic. Anja Brandt schlägt Burchardt an. Punkt für Schwerin. 15-13. Und jetzt die Möglichkeit zur psychologisch wichtigen 16-13 Auszeitführung. Schöne Variante von Schwerin über Retzlaff. Und nochmal Retzlaff an den Block. Und mit 16-13 geht Schwerin in diese technische Auszeit. Da haben sie richtig dran gekämpft. Die Wiesbadener nutzen ihre Auszeit nicht voll aus.
Hat wenige, aber klare Worte der Wiesbadener Trainer. Scheinbar nicht ganz der emotionale Typ wie Ture Alexandersen auf der Schweriner Seite. Und Wendula Adlerrobber bei der Angabe. Und auch die im Aus. 16-14. Borovico mit einer guten Angabe und Retzlaff mit dem Punkt für Schmarin. Anja Brandt. Und Glück für Holnes. Schlägt den Block an und dann fällt der Ball genau in die Lücke in der Mitte, wo niemand ist. 17-15. Olga Raunig. Und schöner Lupfer. Tormann kommt zu spät. 17-16. Da stöhnt sogar der Hallensprecher ins Mikrofon. Aber da kann man auch die Spannung merken. Und Retzlaff mit Glück und dem Punkt für Schwerin. 18-16. Und Denise Hanke. Mit der Sprungaufgabe. Und die passt. Genau, und das war vielleicht ein Hallo-Wachruf an alle ihre Mitspielerinnen. So wirft man, beziehungsweise schlägt man eine Angabe. Auszeit genommen von Wiesbaden. Ich denke, das war nicht nur aufgrund des 19-16 Vorsprung ist der Schweriner SC kurz vor Ende dieses zweiten Satzes, sondern auch um den Rhythmus und die aufkommende Euphorie der Schweriner zu brechen und zu bremsen. Wollen wir gucken, Denise Hanke. Wir kennen die Angabe vor der Auszeit und jetzt sehen wir Denise Hanke nach der Auszeit. Mit Gewalt, mit einem Urschrei und mit dem Punkt Regina Burchard für Wiesbaden. 19-17. Burchard jetzt auch mit der Angabe für Wiesbaden. Schaus nicht richtig getroffen den Ball. Novotna bleibt im Block hängen. Schön gespielt, schöne Variante und der Punkt von Patricia Thormann. 20-17. Und der Punkt
für Wiesbaden durch Kovacic. 20-18. Jalin Holness. Gut gerettet von Schaus. Und Adler Robber findet die Lücke zwischen drei Wiesbadener Spielerinnen. Und zum Punkt zum 21-18. Nadja Schaus hadert mit sich selbst und ihren Angaben. Sie bekommt einen neuen Versuch beim Stand von 21-18. Im zweiten Satz. War deutlich besser. Aber der Block nicht zusammen zwischen Adlerowa und Brandt. 21-19. Novotna. Dann gerettet den Ball, Adler Robber spielt ihn rüber. Zu weit, Brandt rettet den Ball. Und Retzlaff mit einem Klassepunkt. Julia Retzlaff mit Übersicht, mit Genauigkeit. Das hat im Schweriner Spiel gefehlt. 22-19. Patricia Thormann bei der Angabe. Boah, mit viel Glück. Aber gefährlich ist es, aber den Punkt, den macht Wiesbaden. Da war der Block schon wieder unten. 22-20. Kovacic. Punkt für Wiesbaden, Anja Brandt war das. Konnte nur nicht genau sehen, was mit dem Ball passiert ist und jetzt Auszeit durch den Schweriner SC. Maja Pachale kommt da direkt angerannt. Macht ihren Kameraden den Mut. Und jetzt geht's in die Entscheidung, Satz Nummer 2, Schwerin gegen Wiesbaden. Ja, und jetzt auch in die richtig entscheidende Phase dieses zweiten Satzes zwischen den Landeshauptstädten Hessens und Mecklenburg-Vorpommern. 22-21 für Schwerin. Kovacic mit der Angabe und Anja Brandt mit Ansage und dem Punkt. 23-21. Und ein Doppelwechsel bei Wiesbaden. Novotna wird rausgehen. Niki Klinsporn kommt dafür. Und Raunig geht ebenfalls raus. Und Steffi Lehmann kommt, um auch diesen zweiten Satz hier für Wiesbaden noch zu holen. Erstmal aber Angabe für den Schweriner Sportclub. Wendula Adlerowa, die Tschechin im Team. Kurze Variante und der Punkt für Wiesbaden. Borobikow war das, die jetzt auch zur Angabe geht. Schlägt da Anja Brandt an. 23-22.
Retzlaff legt die Antenne an. Da springt die ganze Wiesbadener Bank auf und reklamiert das. Und sie bekommen den Punkt. 23-23. Die Arena unterstützt den SSC hier. Borovico. Retzlaff schaltet am Block. Und erneut springt die Wiesbadener Bank da auf. Satzball, erster Volleyballclub Wiesbaden, Auszeit, Sportclub Schwerin. Ah, natürlich der Schweriner Sportclub, so rum ist natürlich richtig. Die zweite in diesem Satz von Tore Alexandersson. Und jetzt kann er nur ein bisschen nachjustieren, vor allen Dingen mentale Arbeit leisten. Weil die sind wichtig. Die ist sehr wichtig. Die Nerven liegen nicht blank, aber sie sind sehr strapaziert. Die Arena will es hier an Unterstützung nicht fehlen lassen. Er hebt sich, aber den Satzball, den hat Wiesbaden. Borovikov und der direkte Punkt. Und 2-0 für den ersten VC Wiesbaden. Da ist man noch ein wenig sprachlos hier in der Arena. 0-2. Große Sprachlosigkeit in der Arena Schwerin. Und da sie auch noch nicht allzu lange steht, kann ich auch vorwegnehmen, das hat sie auch noch nicht gegeben. Zumindest nicht nach dem zweiten Satz. Es steht 2-0 für den VC Wiesbaden. Und Schwerin hat reagiert. Marie Frick jetzt für Denise Hanke im Spiel. Und Nadja Schaus mit dem ersten Punkt. Das lassen sich die Schwerinerinnen ja nicht nehmen. Der erste Punkt im Satz, der gehört Schwerin. Jedes Mal. Im ersten, im zweiten. Und nein, nee, da muss ich mich natürlich korrigieren. Im ersten war es ein umstrittener Punkt, aber der ging an Wiesbaden. Und der zweite Punkt geht an Wiesbaden 1-2. Aber man hat gut angefangen auf Schweriner Seite im ersten Satz, im zweiten Satz. Aber man hat beide Sätze abgegeben. Hoffnung macht lediglich 17-25, 23-25. Eine ähnliche Steigerung jetzt im dritten Satz. Und Schwerin gewinnt ihn. Ansonsten ist das Spiel hier auch vorbei. Technischer Fehler. Auf Wiesbadener Seite 2-1 für Schwerin. Julia Retzlaff. Adlerow war mit dem Punkt 3-1 für Schwerin. Also Schwerin kommt wieder mit Schwung in diesen Satz. Und da gab es auch kleinen Applaus von Tore Alexandersson. Und 3-2 der Heber von Borat. Und die Wiesbadenerinnen haben hier sehr, sehr großen Spaß.
Und Julia Retzlaff mit dem 4:2. Und jetzt zum ersten Mal im Spiel Berit Kaufeld an der Mittelblockposition für Anja Brandt. Nadja Schaus. Sehr gehadert im zweiten Satz mit ihren Angaben und es wird nicht besser. Klingt nach einem alten Lied. 4:3. Für Schwerin. Charlene Holnes. Mit der Angabe. Große Gefahr haben die ausgestrahlt im ersten Satz. Auch das. Und große Schwierigkeiten auf Schweriner Seite. 4:4. Und das Spiel scheint ein ähnliches Bild zu zeigen wie die ersten beiden. Schwerin führt mit 4:2 und muss dann langsam aber sicher die Segel streichen. So war es bisher. Patricia Thormann. Aber erstmal mit der Führung für Schwerin. 5:4. Der Ball von Patricia Thormann zu weit. 5:5. Und diese Fehler an der Angabe muss Schwerin ganz, ganz dringend abstellen. Möglichst noch vor Ende dieses Satzes, weil es könnte der letzte sein. Bendula Adlerova mit dem sicheren Punkt. 6:5. Adlerova jetzt auch mit der Angabe. Und der Block stand nicht gut genug. Kovacic schlägt ihn an. 6:6. Nikolina Kovacic. Jetzt auch mit der Angabe. Marie Frick einfach rübergeschoben. Gar nicht mal schlechte Idee. Auch das war nicht unbedingt schlecht gedacht, aber der Ball vorbei von Julia Retzlaff. Sechs zu sieben. Und Kovacic mit dem Fehler bei der Angabe. 7:7. Und die nächste Angabe für den Schweriner SC. Berit Kaufeld. Reiht sich nahtlos ein. 7:8. Und Tore ruft seine ganze Mannschaft zusammen bei der technischen Auszeit. 7:8 der Spielstand. Immer wenn ich ansonsten sehe ich hier heute schwarz. Auf den Frieden!
Ja, und der Hallensprecher versucht, die Halle zu motivieren, weil nur mit einer lautstarken Halle hat man hier und heute gegen Wiesbaden eine Chance. Ja, jetzt geht es darum, Charakter zu beweisen für den Schweriner SC. Nach dem Sieg gegen die Roten Raben Wilsbiburg. Und Thormann. Schaus mit einem klasse Block. Ein bisschen durchatmen auf Schweriner Seite. 8:8. Marie Frick. Holnes mit dem Punkt. Der Block auf Schweriner Seite geht nicht mit. Und so ist es ein leichtes, den Punkt zu machen. 9:8 Führung für Wiesbaden. Raunig. Und das Zuspiel von Frick auf Schaus geht schief und so der einfache Punkt für Wiesbaden 8:10. Und das Schussspiel nicht so unbedingt gelungen, aber der Block von Nadja Schaus. Sie versucht sich jetzt hier ins Spiel reinzuschreien. 9:10. Und irgendeiner muss hier das Heft in die Hand nehmen auf Schweriner Seite. Und Ture schenkt das Vertrauen nach Marie Frick. Holt sie sich nochmal zur Seite. Retzlaff. Nadja Schaus. Punkt für Schwerin. Da war sie unter dem Netz durch. Sehr gute Olga Raunig und deswegen 10:10. Julia Retzlaff. Das kann nicht wahr sein. Erneut der Ball von der Angabe ins Netz. Und da stellt man sich so langsam die Frage, waren mehr Angaben im Feld oder mehr im Netz? Und das ist eine traurige Frage in der ersten Bundesliga. Bei einem Spitzenspiel zwischen dem dritten und dem fünften. Patricia Thormann mit dem Punkt, 11:11. Nadja Schaus. Man mag gar nicht hingucken. Angabe für den Schweriner SC. Und Patricia Thormann mit dem Block. Das klappt immer besser jetzt auf Schweriner Seite. Und auch die Angabe von Schaus war gut. 12:12. Auch die Angabe war gut. Und Nowotna durch den Block durchgeschlagen. Ist da nicht zusammengerückt. Kaufeld und Adlerowa. Und Holnes. Mit der Angabe. Darauf haben sie sich eingestellt. Da haben sie ganz, ganz große Probleme gehabt im ersten Satz, die Schwerinerinnen. Und das war ein klasse Spielzug. Marie Frick, punktgenau auf Wendula Adlerowa. 13:12 für Schwerin.
Patricia Dormann. Und wieder ist da der Schweriner Block nicht rechtzeitig zusammen. Borovico schlägt durch. Und Janine Völker wird kommen für Adlerova. Novotna. Adlerova durch den Block durchgeschlagen. Gut gerettet noch von den Wiesbadenerinnen. Und wieder Adlerova. Wieder die Lücke im Block. Schlägt allerdings den Block an. Olga Raonic. Und der Ball landet aber auf der Wiesbadener Seite. Punkt für Schwerin. Und jetzt der angesprochene Wechsel. Adlerova geht aus dem Spiel. Und Janine Völker soll für die sichere Angabe sorgen. Ja, gute, gefährliche Angabe und der Punkt für den Schweriner SC. 15-13. Und jetzt haben wir eine ähnliche Situation wie im Satz Nummer 2. Die Chance für Schwerin, mit 3 Punkten in die zweite technische Auszeit zu gehen. Janine Völker. Der Ball im Aus, aber der Schweriner Block soll dran gewesen sein. Hat die Schwerinerin anders gesehen, das sah man sofort an der Reaktion der Schwerinerinnen. Sei es rum, 15-14. Kovacic. Und Thormann mit dem Schlag zu weit. 15-15. Kovacic, ja, wer geht mit der Führung in die letzte technische Auszeit? Wiesbaden mit der Angabe. Frick auf Völker und er passt. Janine Völker. 16-15. Zweite technische Auszeit. Ja, es ist sehr ruhig hier in der Renne. Man kann die Spannung jetzt doch greifen. Es ist ja noch alles möglich. Du musst nur diesen Satz gewinnen. Dann ist alles drin. Dann beginnt der vierte Satz bei 0. Und du hast die Chance, über den vierten und den Tiebreak das Spiel noch zu gewinnen. Aber noch ist alles drin. Von einem sensationellen Kampfsieg der Schweriner SC ist bis zu 0-3 Blamage hier in eigener Halle. Und ja, Marie Frick, etwas übereifrig, wollte direkt die Angabe machen. Aber da müssen wir schon in der Reihenfolge bleiben. Und laut Reihenfolge ist es jetzt Berit Kaufeld mit der Angabe. Und der Ball plumpst Julia Rotzlaff auf dem Kopf. Aber der Punkt geht an Wiesbaden. Regina Borchardt macht den Punkt zum 16-16. Und Anke Borovico mit der Angabe. Lisa Thomsen mit einer klasse Rettungstat. Erneut Thomsen und Völker mit dem schönen Heber mit Kopf gespielt. Und der Ball war
Nee, war übergegriffen von Julia Retzlaff. Deshalb der Punkt nach diesem tollen Ballwechsel für Wiesbaden 16-17. Borovico. Und Retzlaff scheitert erneut am Block. Hollnes war da dran. Auszeit genommen von Ture Alexandersen und erste Pfiff in der Arena. Nachdem Schwerin ja noch mit 16-15 führte bei der technischen Auszeit, liegen sie jetzt mit 16-18 hinten. Und auch das habe ich auch noch nicht gesehen. Ture Alexandersen setzt sich hin und lässt seine Spielerin reden. Borovikov. Und die Arena erhebt sich. Also am Zuschauerengagement liegt es hier heute nicht. Patricia Thormann. 17-18. Und jetzt soll Maja Pachale kommen. Für Nadja Schaus. Schlechter Ball von Nadja Schaus. Als wollte sie die kommende Auswechslung bestätigen. Hadert sehr mit sich selbst. Ein Sinnbild von Schwerin heute. Raunig. Frick für Thormann. Keine schlechte Variante. Erneut. Thomsen holt den Ball. Klasse. Schaus mit einem schlechten Ball. Retzlaff macht das Beste draus. Novotna mit dem Punkt für Wiesbaden. Ja. 17-20. Die Sensation rückt verdammt nah. Ture Alexandersen mit der nächsten Auszeit. Einige sind hier schon nach dem zweiten Satz Richtung nach Hause marschiert. Und auch jetzt machen sich schon einige auf. Geben dieses Spiel auf. Wir geben noch nicht auf, wir erwarten das Ende eines spannenden dritten Satzes. Aber die Arena will es nicht an Unterstützung fehlen lassen. Und das letzte nicht. Mal sehen, ob die Mannschaft das zurückzahlt. Schaut, der Ball war weg. Im Aus vom Block. Und da schreit sie sich Mut zu. Und Anlarova kommt für Janine Völker. 18-20. Julia Retzlaff. Und der Ball ist im Aus. 19-20. Da Schwerin wieder dran, bis auf einen. Und jetzt die Auszeit von Wiesbaden. Mit einem Lächeln und einem Zwinkern des Wiesbadener Trainers. Der scheint sich schon, aber den ganzen Abend über, völlig sicher zu sein, dass Schwerin hier heute am grünen Donnerstag sein grünes Wunder erlebt. Und
Momentan tun wir das. Es steht 0-2 und 19-20 für Wiesbaden. Julia Retzlaff mit der Angabe. Die Möglichkeit für Schwerin jetzt im Ausgleich. Adlerer war. Medvedev holt den Ball. Guter Block von Schwerin gegen Novotná, aber der Ball zu weit geht ins Aus. 19-21. Regina Borchardt. Schlechter Ball von Frick und Adlerova. Kann ihn dann nur noch an den Block schlagen. 19-22. Und es nimmt Formen an. 3 Punkte. Vorsprung für Wiesbaden und 3 Punkte. Weg vom Ziel. Aber Schmerin wird sie noch. Adlerova. 20-22 und Nadja Schaus geht jetzt runter. Und Maja Pachale. Kommt für die Angabe. VCB, Sprechchöre, die man schon seit dem zweiten Satz hier hört in der Arena. Holnes mit dem Punkt zum 20-23. Von Holnes mit der Angabe. Aber das ist bei ihnen große Probleme im ersten Satz. Danach haben sie sich gefangen. Auch das. Problematische Angabe. Adlerova macht das Beste drauf. Guter Block von Kaufeld. Klasse geholt von Retzlaff und Thormann. Der Ball ist im Aus und Punkt für Schmerin. 21-23. Patricia Thormann. Ja, da muss auch gewischt werden auf Schmeriner Seite. Lisa Thomsen zeigt es an. Patricia Thormann mit der Angabe. Und wieder mit dem großen Druck. Denn eine Fehlaufgabe darf es nicht geben. Das würde dazu führen, dass Wiesbaden hier den Matchball hat. Und das mit dem Druck wird natürlich nicht leichter durch so eine Unterbrechung, auch wenn das natürlich richtig und wichtig ist, dass da keine Spielerin ausrutscht und sich möglicherweise verletzt. Und der Punkt, da bedankt sich Nina Kovacic bei dem Herrn ganz oben und wir haben Matchball für den VC Wiesbaden. Nur Wortner. Und das war's. Wiesbaden schlägt den Schweriner SC mit 3-0. 17-25, 23-25, 21-25. Sieht eine geschockte Arena in Schwerin. Dass der Schweriner SC am grünen Donnerstag sein grünes Wunder erlebt und die Punkte nach Wiesbaden abgeben muss.
die sich damit wieder rankämpfen im Platz, im Kampf um die Playoff-Plätze. So, meine Lieben, wir machen noch schnell das Gespräch nach dem Spiel, das war vor dem Spiel. Und der SV Wiesbaden hat bei uns nicht in Osterhasen gespielt. Wir begrüßen nochmal dann hier ganz herzlich den Christian Sassenreger, der ist hier heute stellvertretender Trainer. Die Trainerin ist ja am Damendrittel erkrankt. Jetzt wird sie wahrscheinlich wieder gesund sein. Ganz kurz auf der anderen Seite, Torben Alexander ist unser Trainer. Die Fakten, Satz 1, 17, 25, Spielzeit 24 Minuten, Satz 2, ganz knapp, 23, 25, auch wieder das Bad, Spielzeit 26 Minuten und nochmal 2 Minuten mehr, Satz 3, 21, 25, also das nennt man ja dann auch teilnehmen. Und das 3-0 Wiesbaden gewinnt hier in der Arena Schwerin. Eine bittere Niederlage hier für uns, Spielzeit 78 Minuten. Und ich übergebe das Trainer dann gleich mal Christian, das Mikrofon gebe ich mal Christian. Ja, mit Ostern hat das hier nichts zu tun. Ja, für uns schon. Ja, was soll ich sagen? Ich bin sehr zufrieden. Wir haben super gespielt, das, was uns gegen Dresden schon so gelungen ist. Das haben wir von Wiesbaden nicht hierher genommen. Und ja, Körpersprache gut, Aufschlag gut, Block gut. Und ja, und so haben wir heute ein Spiel. Christian, ganz kurz, eure Trainerin ist ja nicht dabei. War das Taktik? Du fährst mit, du machst den Sieg klar und ich werde wieder über Ostern gesund. Nein, das ist keine Taktik. Von hier gute Besserung an Schatzün, auch wenn sie es nicht hört. Aber ich hoffe, dass sie demnächst wieder in der Halle steht, dass sie ihre Magen-Darm-Grippe und der Grippe ausprobiert hat. Und dann denke ich, sind wir wieder im Halle unterwegs. Ja, wir haben ja in der hiesigen Presse und auch bei der DVL im Internet gelesen, ihr habt ja noch eventuell eine ganz, ganz kleine Chance, noch Vierter zu werden. Und die habt ihr heute hier eindrucksvoll bewiesen. Wie war die hier angereist? Du Trainer bin ich dabei, aber wenn man Co-Trainer hat, motiviert man ja seine Mädchen auch irgendwie noch mit anderen Dingen. Mit welchen anderen Dingen? Nein. Ja klar, also wir haben noch eine kleine Chance auf den vierten Platz. Wir spielen von Spiel zu Spiel. Das ist uns gegen Dresden jetzt schon gelungen und überraschenderweise auch hier in Schwerin. Wir haben noch super schweres Programm, Stuttgart zu Hause denken, Konkurrenten und noch fürs Tour. Aber wir denken immer ans nächste Spiel und ja, dann schauen wir, was dabei rauskommt. So, Dankeschön erstmal bisher. Ja, Christian, vielleicht nochmal einen herzlichen Applaus auch von uns. Glückwunsch zum Sieg. Ja, Torben Alexandersen, wir sind natürlich beide ganz sehr enttäuscht. Woran hat es denn heute gelegen? Es ging ja fast gar nicht Zeit. Passiert sowas mal in der Saison? Zuerst Glückwunsch an Wiesbaden, hat heute sehr gut gespielt. Aber ich war mit 15 Ausschlagsfällen und 8, 9 Eigenfälle besatz, wo wir 30-40% von den Punkten und sonst weg. Bin ich schwierig. Ich kann nicht sprachlos, wie es wirklich in 4, 5 Tagen vor 4 Sekunden wie heute sich Sassos aufwenden. Die Verantwortung trage ich, aber ich muss sagen, dass ich bin auch extrem enttäuscht über die Einstellung. Und ja, was mehr soll man sagen, wir haben das Spiel gesehen, es gibt keine Entschuldigung, es gibt gar nichts. Heute war es ganz einfach nur. Ich finde, es war peinlich, muss ich sagen. Es war nichts. Ich kann es nicht verstehen. Tore, mal ganz kurz. Wir haben ja gegen Potsdam hier knapp gewonnen. Dann haben wir aus unserer Sicht an Wiesbaden gewonnen, 3-2. Da war ja die Welt in Ordnung. Und jetzt waren alle ganz, ganz gespannt. Hier Wiesbaden hatte ja schon 8-0 gegen Dresden gewonnen, 3-2 in der eigenen Halle. Also vorgewarnt waren wir und tja, einfach mal unter Katastrophe.
da du hast ja selber gesagt, du bist ja auch irgendwo sprachlos und kurz nach dem Spiel. Es ist nicht viel zu sagen. Die Sache ist, wenn du wirklich etwas gewinnen, wenn du wirklich ein Guter werden, dann spielst du viele Spiele mit Druck, aber mit positiven Druck, weil du kannst um Titel spielen, du dürft um sein Playoff spielen und so weiter. Aber du musst auch lernen, gute Spiele zu spielen. Und das Enttäuschende ist, dass wir haben heute eigentlich gar keine Druck, weil wir haben den Abstand, den wir brauchen. Wir können spielen, wir haben auch vor dem Spiel und die ganze Woche meistens, wir sind in der Lücke gelandet. Wir versuchen gern zu spielen und alles, aber ja, ich weiß nicht, es tut mir nicht leid, aber ich finde es nicht geworden, was er heute gesagt hat. Also Dankeschön an Janne Tore Alexandersen. Ich meine, die Zeiten standen gut, Kopf an Sieg, dann auswärts gewonnen und dann leider soll es heute nicht sein. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Der Trainer hier, der Christian, darf jetzt die beste Spielerin aus seiner Sicht unmittelbar nach dem Spiel aus allen Statistiken seine persönliche Meinung vom Schiedsrichter SC kühlen und anschließend darf dann natürlich Tore, die beste Spielerin aus der Vorzüglichkeit. Du hast das Wort. Ja, ich habe mich für Nummer 2 in Wendler Adlerreuth entschieden. Gut, dann fängt mal Applaus für Wendy. Sie wird heute hier gekürt als beste Spielerin. Dann kann er die Medaille übergeben. Wendy kommt hier nochmal. Hier steht die Wendy, kommst hier in unsere Mitte vor. Gut, und auf der anderen Seite, ja, Tor. Da waren ja genug gute und sehr gute Spielerinnen, aber eine soll es denn sein. Ja, die ganze Mannschaft eigentlich. Aber gut, sie hat uns von Anfang an den Druck gesetzt, in den Ausschlag, super Block gespielt und auch gut im Angriff. So, nur dass sie wirklich schon reinhauen muss. Oh ja, die hat uns das Leben schwer gemacht. Die Nummer 7, Cherry Hollis. Ich hoffe, sie ist auch noch hier. Die Nummer 7. So, Cherry kommt. So, dann macht die Klatsch. Dann machen wir nochmal ein schönes, höchstwertiges Foto. Wir wollen sie ja auch gar nicht weiter auf die Spannung legen. Der Abend ist, ich sag's jetzt mal, versaut. Aber ganz kurz, euer nächster Gegner, zu Hause oder auswärts? Zu Hause, der direkte Konkurrent um Platz 4, Allianz Stuttgart. Da sage ich ja nichts falsch, gewinnt gegen Stuttgart. Ne? Dann geben wir auch noch einen Applaus. Und wie geht es jetzt weiter für den Schiedsrichter SC? Wir wissen in Münster, Christian Liebe jetzt wieder aufgebaut. Normalerweise sagt man ja, Mücken abwischen, weiter geht's. Es ist ja noch nichts verloren. Wir sind ja in dem Playoff-Bereich noch drin. Aber die Niederlage ist natürlich wahrscheinlich bei den Köpfen toll. Und wann tat ihr los? Gibt es überhaupt groß denn bei euch? Ich sage, ja. Dass wir viele Leute auszubauen, ist kein Problem. Das schaffen wir, aber man muss auch selbst etwas tun, sich aufzubauen. Es geht nicht um die Leute von draußen nicht das tun, ist auch ein eigenes Land dabei. So, aber wir spielen von da in den nächsten. Also, wir wünschen Wiesbaden eine angenehme Heimfahrt, feiert uns denn, wie es geht, und dem Sportclub dann wieder ein OSC Münster auf ein neues, heißt eigentlich nur noch Auswärtssieg. Wünschen wir Tore unseren Mädels viel Glück. Es sollte heute nicht sein. Wir wünschen Ihnen natürlich trotzdem ein schönes, sonniges Ostern. Verbrennen Sie sich nicht. Und dann sehen wir uns hier wieder am 30. April. So ist es im Sport. Und beim Volleyball gibt es ja keine Unterschied. Danke Christian, danke Tore und beide Teams. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.